Wir sind Moskitoschieber, ne? Also es gibt ja die Autoschieber und wir schieben hier Moskitos vom Public Event in die Strikes. Gut, ich Kostet denke was. schon damit. Also 5000 Glimmer, dann lasse ich einen rüberwachsen, wenn ihr wollt. Ist alles Ich illegal, also pst, schieb pst. sie immer von der Map. Genau. Hi. Hallo. Hi. Hast du den Kommentar nochmal geschrieben, oder? Nein, der ist noch immer da bei mir. Ist er immer noch da bei dir? Ja. Okay, aber da habe ich vielleicht falsch geguckt. Kontrolle. Also warte kurz. Es gibt nur einen Pfad zum Ziel. Nee, er ist noch da. Nehmt die 325 Zonen ein, Likes. Zerstört eure Feinde. Also PvP kann ich jetzt easy spielen. Ich beobachte dich mal mit ein diesem bisschen Update hier. Oder Hast du einen sowas. Router geholt? Nein. Apropos neuer Router, Samstag kommt Techniker bei mir vorbei. Meine Leitung. Kann auch. Doch nicht wahr sein! Und was macht er, nachdem du ihn zusammengeschlagen hast? Nein, geh weg! Du bist schuld! Nein, ich hab. Also meine Leitung kann bis zu 40k aushalten. Ich hab eine 32er Leitung und durchgehend. Und durchgehend und original bei mir nicht einmal 7. Also stimmt schon wieder was nicht bei mir. Ah, ich weiß, dass bei dir Schlängel nicht stimmt. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Ich hab keine Ahnung. Das sind 5000 Glimmer, die ihr gerade zerstört habt. Nein, okay, ist gut. Ich weiß nicht. Ja. It's not me. Du kannst gerne versuchen, nee, ich wollte noch eine Weile. Wahrscheinlich den Schild geworfen, oder? Und dann hat es gleich. Nee, die Granate. Vielleicht. Aha, ja. Dann okay. Warum die Schildwerfer? Ich schaff das nicht. Versuch die Super zu zünden und wie Nexo sagt, nicht mal eine halbe Sekunde. Danach drückst du dann aufsteigen. Ja, muss noch ein. Ja. Aber jetzt bist du zu früh gewesen. Nein. Das war in der Zeit etwa richtig. Zone C erobert. Du bist Captain Nex Sparrow. So ist es. Du kannst gerne machen erstmal, weil du schaffst es bestimmt direkt. Ich? Ja, kann ich schon. Warte kurz. Also, wenn du es gleich schaffst, spring ich von der Map. So. Ja. Okay, top. Du musst. du musst die ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Er muss den Schild sozusagen schon setzen, wenn du stehst, aber ja, zu früh noch. Okay. Es ist halt, es ist eine Panikreaktion, weil du das Gefühl hast, dass du den Super dann verlierst, wenn du zu früh. Fuck. Das hat jetzt aber gut ausgesehen. Also, das muss man dir lassen. Ausgesehen als gut. Okay, egal, wir können weiter. Warte, ob ich hier mit dem Moskito hochkomme. Soll ich probieren, den Moskito hochzukriegen? Wenn du mir den gibst, wenn du. Aber wie, super, wie lange versuchst du schon einen hochzukriegen? Ja, also ohne die blauen Pillen. Okay, das wird jetzt schwierig, ne? Ich probier's aber trotzdem. Nein! Ich guck mal ganz kurz, ob sie noch ein Moskito haben. Nur ganz kurz. Und ganz zurück. Ich will, das ist jetzt mein Tagesziel. Ich will, nein, scheiße, ich komme ja gar nicht mehr zurück, ne? Doch, ja, ich kann einen anderen einmal durchlaufen. Du kannst ja einmal durchlaufen, da vorne ist ein Portal. Ja. Ach, einmal und dann kann man zurück. Ah, cool. Ja. Ich wette, sie lügen mich an und danach stehe ich vorne, werde verprügelt und habe mein Portemonnaie und mein Handy nicht mehr. Und kein Schild mehr. Richtig, und kein Schild mehr, alles weg. Ich habe schon 5 Leute damit verarscht. Ja, ja. Genau. Willst du die Poppen jetzt mal sehen? Ah, ja, ich sehe es. Soll ich sonst zuerst? Ach, dafür ist das Ding da. Du hast den Zonenvorteil. Praktisch, oder?
Halt mein Sparrow immer bauen. In den Raum, wo ich mich hochgeglitscht habe, gibt's genau das gleiche Portal. Vielleicht kann man sich da rein teleportieren. Richtig! Aber da komme ich nicht mehr raus. Man kann nur hin, aber nicht zurück. Essensgeld wird abgezogen, genau. Ja, aber und wo wir die Moskitos her haben? Die genussieren. Lol. Die spawnen hier. Die spawnen hier. Das Gebiet hier, wo wir jetzt drin sind, ist eine Open-World-Zone. Das heißt, die landen immer wieder mal Schiffe, kommen Feinde, tauchen auf und Moskitos. Die Moskitos kommen meistens, die fahren meistens von da oben runter. Wenn sie kommen. Es dauert einfach eine Zeit. Du gehst mit drei Leuten hier rein und wartest. Aua. Zone A erobert. Du hast den man kann sich drüber verstecken. Das heißt, es müsste aber theoretisch noch ein anderes Portal geben. Und wahrscheinlich. Hier spawnt manchmal so ein. Diese, da wo uns vor dem Rübel geschossen hat. Ja, aber du. Genau, diese Jump-Portale, sagen wir jetzt noch mal. Genau, ja. Aha, ein Ei zum Reingehen. Okay. Für romantische Stunden zu zweit. Und die kommt. Oh nein, sind das sogenannte Liebeskugeln? Ich wusste nie, was Liebeskugeln sind. Das sind dann Moldine. Hier ist noch ein größeres. Ja, genau hier rein. Ich nein. Mach hier vorne mal. Mach hier mal zu, ne? Das ist mein Zuhause. Das sind Liebeseier. Liebeseier, genau. Sind Liebeskugeln finde ich besser, weil das ist eine Doppeldeutigkeit. Von Maybelline, ja. Also von das es ein Strike ist. Toller Strike. Toller Strike. Ja. Ich spiele den jetzt zwar nicht, aber der Rest ist gut. Das ist schön. Natürlich, wir gehen weiter, wie es da steht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt schon so weit in den Strike rein sind. und jetzt nichts mehr spawnt hier. Aber ich will meinen Moskito doch haben. Ich will nicht. Hier sind Feinde. Ich will! Oh, ich hab eine super. Ja, schau, so sieht's aus.